Bereits am dritten Tag von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, hatte Cora Schumacher, 47, die Notbremse gezogen und den australischen Busch auf eigenen Wunsch hin verlassen. Normalerweise kommen in einem solchen Fall die Nachrücker ins Spiel. Doch daraus wird in diesem Jahr nichts. Sowohl Kathy Lugner, 34, als auch Tim Toupet, 52, erhielten vom Kölner Privatsender jetzt das Ticket für einen sofortigen Rückflug in die deutsche Heimat. Laut Bild sollen beide seit über einer Woche ohne Kontakt zur Außenwelt im Hotel in Down Under auf ihren großen Einsatz gewartet haben, vergeblich. Wie die Kölner Fernsehmacher erklärten, sei dies eine rein redaktionelle Entscheidung gewesen. Ein Insider zeigte sich gegenüber dem Blatt etwas auskunftsfreudiger und erklärte, die Redaktion hält sich die Kandidaten warm. Wenn genug los ist, was aktuell der Fall ist, brauchen sie niemanden nachträglich ins Camp zu schicken. Sollte also im Verlauf dieser Woche ein weiter Ibis-Teilnehmer das Handtuch werfen, zaubert die Produktion kein neues Gesicht aus dem Hut, sondern lässt einfach das Zuschauervoting entfallen. Neben Cora mussten bisher zwei andere Stars den Dschungel verlassen. Nachdem am Samstag zunächst Modedesignerin Sarah Kern, 56, zu wenige Anrufe seitens des TV-Publikums erhalten hatte, erwischte es am Sonntag Anja Elsner, 20. Ob Toupet und Lugner im kommenden Jahr noch einmal eine Chance auf eine Dschungelteilnahme bekommen werden, steht derweil noch in den Sternen. Beide verfügen jedoch bereits über einschlägige Erfahrung im Trash-TV. Vor 9 Jahren wurde das Ex-Playmate als Frau des österreichischen Bauunternehmers Richard Mörtel-Lugner, 91, bekannt. Nach ihrer Scheidung im Jahr 2016 zog sich Kathy 2017 für das Cover des slowakischen Playboy aus und nahm an Promi Big Brother teil.